Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 200. Folge von RoboCraft. Heide Witzka, die 100 Folgen gingen mal wieder rum wie nichts. Und an meiner Seite diesmal Hex47 Gaming. Servus! Hallo! Und diesmal wird es auch wieder eine etwas längere Folge werden. Nicht irgendwie wieder 13 Minuten oder so, nein. Wir planen einfach mal eine halbe Stunde oder vielleicht länger, je nachdem wie es gerade so läuft. Genau. Ich wäre auch bei der 100. Folge dabei. Und wahrscheinlich werde ich auch bei der 300. Folge dabei sein. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, ich habe nichts dagegen. Ich erlaube dir sogar auch zwischendrin mal dabei zu sein. Ja, mal gucken. Vielleicht auch bei der 250. Ja, doch, das sollte bestimmt im Bereich des Machbaren sein. Oh fuck, da oben kommt schon der Erste. Oder du bist bei meiner 100. Folge dabei. Ich bin ja, das ist ja aktuell die 91. Na, kaputt. So. Ah, da hätte ich auch nichts dagegen. Schon Pläne, wann du es machen möchtest? Ich weiß nicht. Irgendwann, wenn ich fast auf 100 bin. Es gibt viel zu viel Sinn. So, irgendwie ist das Spiel fast zu laut. Das ist blöd. Egal. Noch kannst du ein bisschen umschalten. Also, der Gegner wird hier gerade niedergemacht. Oh Gott, verdammt, es wird doch nicht mehr erwischt. So. Oh, Hallöchen aber auch. Da unten ist ja einer. Ich glaube, ich ramme ihn jetzt einfach mal. Kommst du her? Ja, ich sehe es auf der Karte. Nein! Verdammt! Okay, das war nichts mit Ram. Ich muss fliehen. Jo. Ist ein Sunny in der Nähe? Überlebst du das? Ich weiß nicht, haben wir überhaupt einen Sunny da? Einen haben wir. Einen haben wir, ja. So, Krona, wo ist der? Medic! Ich nehme mal schnell den Turm hier ein. Mach das, mach das. Ich würde, oh Gott, ich werde. Ah, nein. Ich werde beschossen. Und irgendwie der Medic haut gerade ab. Ja, das sind immer die besten Medics. Ja, der ist gerade mit dem Kampf geschehen, da kann ich respawnen. Ja, Medic soll immer, egal was passiert, primär immer heilen. Weil der macht zu den Gegnern kaum Schaden, also lohnt sich, ist ja eher sinnlos, dass er mitkämpft. Ja, meistens ist es doch eher mehr im Weg. Oh, Hallöchen. So, Das sind. Oh Gott. Komm, ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen. Mach das, mach das. Ich mach das über Windows-Ding. Mach ich auf 60%. Oh Gott! Irgendwie sind wir gerade richtig belagert. Bei dir? An sich wir. Ich bin kaum aus der Basis raus, schon wurde ich von SMGs und einem Tod dran abgeschossen. Okay, dann bleib am besten einfach in der Basis drin, weil dieser Schutzfeld da, das blockiert ja die Schüsse von Gegnern und heilt dich. Es ist viel zu logisch, ich will raus. Ich bin ein freischwebender Helikopter. Irgendwie muss ich sagen, habe ich es vermisst, das Helikopter rumzufliegen. Da kannst du überall rumfliegen, kannst ihn in den Dinner beißen. Guten Tag, brauchst du Hilfe? Ja, ein bisschen. Ich sterbe gleich. Das kriegen wir weg! Ja, kommst du her! Zack! So, ich hoffe, dass der Sunny kommt. Darauf würde ich mich jetzt mal nicht verlassen. Und dort muss ich mich selbst vernichten. Mit, oh Gott! Obwohl, oh ich Gott. Kann noch fahren, aber... Verdammt! Kann ich lenken. Kannst dich ein bisschen hin und her wandeln. Eher weniger. Diese Ketten sind immer ein bisschen blöd. Sehe ich auch gerade gar nicht. Irgendwie drängen die uns ganz schön zurück. Ja, stimmt wohl. So, kann ich denn vielleicht hier irgendwas gut. Ah, Sunny! Der Sunny wiederbelebt mich. Oder heilt mich halt. Das ist gut, das ist gut. So. Schauen wir mal, ob ich ihm hier unten helfen kann, den Turm einzunehmen ein bisschen. Ich glaube, der Sunny hat mich nicht ganz geheilt, kann das sein? Ja, das ist das Beste, wenn sie abholen, bevor du überhaupt richtig fertig bist. Kannst du dich bewegen oder soll ich dich schubsen? Ach, da bist ja, du. Doch, die haben mich, der hat mich komplett geheilt. Das sah nur komisch aus, weil die Schilder ein bisschen grau waren. Ach so, wir müssen sie ja schon aufladen. Oh Gott! Ups, 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 nicht mit mir, nicht mit mir. Ah Gott! Ich gehe zum linken Turm. Ups, und ich muss nochmal zurück. Ich habe gerade meinen hinteren Rotor verloren. Oh.
Das ist immer lustig, mit einem einzigen Rotor nur denken zu müssen. Ah. Also am linken Turm ist ein SMG und irgendwo ist noch ein Flieger unterwegs, über dir. Den Flieger habe ich gerade abgeschossen. Perfekt, dann ist nur die SMG da und ich komme auch gleich, um dir zu helfen. Gut, ich tue den eben von hinten überraschen und töten. So. Oh, hier ist eine laute Rote. Hier ist eine laute Rote. Oh Gott, hier sind alle. Oh Gott. Oh. Nicht mit mir, nicht mit mir. So. Also für die Zuschauer, wir haben schon kurz vor der Aufnahme geredet, dass manche Spieler kaum die Gegner spotten. Oh ja. Oh obwohl, obwohl es quasi Gratispunkte sind. Und enorm hilfreich für das Team. Trotzdem macht das kaum einer. Das stimmt. Leider Gottes, leider Gottes. Und, ach Gott, der hat mich jetzt gerade zum Sterben zurückgelassen, oder was? Diese Hundling. Über dir müssten SMG-Bomber sein. Ja, ich schieße ihn gerade kaputt. Ah, vergiss es. Nein, da sind Dutzende Gegner. Boah, manchmal laggen die Gegner komisch rum. Stimmt, das hatte ich vorhin auch. Ich konnte mit meinem mit meiner Adrien nichts treffen, weil der sich immer irgendwie 3 cm nach links und rechts bewegt hat die ganze Zeit. Scheiße. Ich hänge komisch. So. So, jetzt müssen wir. Warte, ich fahre jetzt einfach da rein und töte den Sunny. Nein, nein! Der hat mich komisch umgekippt. Ja, scheiße. Der ist gegen mich gefahren. Mhm. Der ist. Okay, der hat diese. Wie heißen die? Diese Teile, wo du dran kommst, dass du direkt kaputt gehst. Blades. Genau, Blades. Oh Gott, 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 nein, 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 nein. Habe ich jetzt gerade schlecht gesehen, dass er das hat. Ja, die sind immer hinterfotzig, aber das liebe ich auch bei meinen. Oh Gott. Oh, ein Interceptor, da muss ich weg, da muss ich weg. Da habe ich keine Chance. Ah. Oh, ist irgendwo der Medic grad? Nee, oder? Verdammt. Jetzt müssen wir eigentlich nur den oberen Turm da einnehmen, dann können wir direkt vorwaschen, aber irgendwie fährt das keiner dahin. Nee, das will irgendwie grad keiner. Aber ich komme gleich mit. Na, ich meine, das heißt ja nicht, dass unser Team schlecht ist, weil es kann ja auch einfach sein, dass die Gegner gut verteidigen. Aber irgendwie. Das switcht gerade nicht so richtig. Left Fusion Tower ist under attack. Left Fusion Tower. Weg ist er. Aber ich nehme jetzt den oberen ein. Und du machst es gerade auch. Ich bin mit dabei. Gut, das passt eigentlich, weil die meisten Kollegen von uns gehen links. Und wenn die das schaffen, den linken einzunehmen, können wir direkt zur Basis vorfahren. Oh, das wäre super, wäre das. Und ich sehe immer wieder, ich bin für die Aufgabe eigentlich nicht ganz gemacht, weil all meine Plasmas sind eigentlich nach vorne ausgerichtet. Heißt, oh Gott. Oh. Hey. Aber unsere Kollegen, die machen irgendwie nichts. Die sind gerade alle wie in der Mitte. Und da hinten war gerade ein Rail. Oh, Hilfe. Ups, 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 nicht mit mir. Nicht mit mir. Und ein zweites auch. Ich würde nicht reingehen, dass jetzt mittlerweile ja, genau. Zwei Stück schon. Ich warte hier in der Ecke, dass sie rauskommen. Beziehungsweise bis sie. Nein, Kollegen sie kommen von der Mitte, sie kommen von der Mitte, kommt einer. Ah, zack, über dir. Jo, ich schieße auf den. Zack, oh Gott, das sind alle, das sind definitiv alle. Ich hänge im Pilz drin. Na, ich bin tot. Kann ich denn? Oh Gott, ja, der Medic ist hier. Der Medic ist hier. Oh Gott. Ah, schön. Dankeschön. Muss ich doch nicht sterben. Okay, ich muss vielleicht doch sterben, wenn er mich nicht hochhält. Oh Gott, da ist echt so ein Blade Master hier unterwegs. Was wäre ich hier die ganze Zeit ins Team angeschrieben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 weniger gut, weniger ist gar nicht gut. Nein, jetzt habe ich kein Rotor mehr. Muss mal gleich meinen Roboter ein bisschen umbauen, weil so fahrtüchtig ist er nicht so richtig. Manchmal. Hast ein bisschen, oh Gott, der rammt, der will mich rammen. Der will mich rammen, der will mich rammen. Verdammt. Oh, du bist tot. Das ist böse, wenn der Medic überall Blades dran hat.
Merkt auch, dass du markierst und die anderen nicht, weil wenn ich auf dem Radar gucke, wo du bist, sind alle Gegner markiert und bei Kollegen gar nicht. Merkst du mal. Dann müsstest du eine fette Anzeige machen, hey, ihr bekommt extra dreimal so viele Punkte am Spielende, wenn ihr sie markiert. Ja. Ich will das mal was bringen. Du bist links und da gehe ich jetzt auch mal mit, weil rechts war der, war die böse Rail. Ich meine, da vor allem, oh, da links ist gar keiner. Ich bin jetzt quasi durchgefahren, ohne dass irgendeiner im Weg stand. Verstehe ich nicht, was das Problem ist von den anderen Spielern. Das Problem ist, da müsste man zu viel nachdenken. Oh, Hilfe. Wahrscheinlich. Basis fragt jetzt an hier. Jetzt haben wir einen ungünstigen Weg. Obwohl, flieg mal direkt. Oh, tschüss. Er hat mich nicht gesehen, oh mein Gott. Eventuell kann ich es schaffen. Ah. Mich sieht gerade keiner hinten. Bleib auf der Seite, ich sorge dafür, dass das Schild gleich ausgeht. Kommst du her? Warum geht er nicht kaputt? Warum gehe ich kaputt? Die Heilrate ist, glaube ich, zu groß, wenn sie im Schild drin sind. Komm, ja. Ich meine, ich habe schon häufiger welche kaputt gemacht, die im Schild drin waren. Es gibt aber ein paar, die haben so eine komische Bauweise. Das ist der Wahnsinn. Guck mal, was machst du? Du musst am besten genau da drin fliegen, so, oder? So viel mal Daumen, ich muss immer so ein bisschen die Nase nach oben halten. Oh, komm schon. Weh, das Problem die ist, das Problem bei deinem Fahrzeug ist, der Rückstoß ist so hoch und dein Flugzeug hat so extrem wenig Masse, dass dann halt dein Flugzeug so extrem durch die Gegend fliegt. Yep. Oh Gott. Ah. Das Problem ist auch dann, ihn zu kontrollieren. Wir haben alle. Oh Gott. Ja. Und ich fliege gerade in den Gegner rein, was denn des Wortes. Wie ein Zöpfchen. Und ich bin tot. Gut, aber du hast gute Dienste erwiesen. Okay, jetzt ist er left. Weg. Das ist immer das Frustrierendste, du bereitest alles vor und dann ist der ganze Rest irgendwo unterwegs, nur nicht da, wo er sein sollte. Weiß nicht, was die machen. Die bleiben auf, wie ein Bollen auf dem Haufen. Der Sunny bleibt da einfach stehen, der eine tut da einfach F drücken. Jetzt könnte ich den Sunny gebrauchen, aber nein, der Sunny ist... Der Sunny macht Urlaub. Der Sunny macht frei. Hallo! Verdammt, noch eins! Okay, die kämpfen da, aber trotzdem. Ah, ich treffe die nicht. So, jetzt Sunny muss immer an der Front sein, genau hinter den kämpfenden Kollegen. Eigentlich ja. Oh, goddammit. Wenn der Sunny zu weit hinten ist oder einfach nach vorne fährt, Gegner ist auch sinnlos. Mach den kaputt. So, jetzt da. Gut. So, und irgendwo war doch hier doch der Flieger. So, der rechte, genau. Ist es tot? Ja, perfekt. So. Ah. So, jetzt tun wir uns den rechten mal vornehmen nochmal. So, ich gehe zum linken, du zum obersten. Wenn wir synchron, halbwegs synchron das einnehmen, können wir beide gleichzeitig richtig. Das wird nichts. Ich habe soeben die linke Seite meines Helikopters verloren. Das ist, oh, du bist Gott. Jetzt da oben down, kannst dich nicht bewegen. Ich. Oh, komm schon, den ramm ich. Den Kerl ramm ich jetzt. Komm schon. Ich will meine Rache. Verdammt. Ach komm. Hätte er nur einmal verfehlt, hätte ich es schaffen können. So, linke Seite habe ich gleich eingenommen. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Die rechte wird noch ein bisschen frei bleiben. Ich brauche gerade noch 30, über 30 Sekunden, bis ich wieder da bin. Ah, ich werde beschossen, aber ich konzentriere mich. Ich schau gerade, wo bist du denn? Warum treffe ich denn nicht so? Jetzt da, wunderbar. So, gut, Sunny, repariere mich. Gut. So, oh, komm schon. Ah!
Lustig ist, die Flugzeuge sind so schwach meistens, dass man mit wenigen Treffern ihn sofort runterholen kann. Ist er tot? Ja, das stimmt. Aber trifft die erstmal in der Luft, das ist immer das meiste Problem. Ich habe kein Problem damit. Da muss ich gestehen, ich schon. So. Jetzt schauen wir, ob wir den wieder zurückbekommen. Und dann gehe ich auf die rechte Seite und hoffe, dass ich den zurückbekomme. Ich muss mal Stützräder bei mir machen. Hört sich komisch an. Stützräder an meinen Roboter. Hinten. Ich bitte um Erklärung. Warum Stützräder? Wie bitte? Warum Stützräder? Kannst du mit Ketten nicht umgehen? Nein, dass er, wenn ich plötzlich Gas gebe, dann kippt er so weit nach vorne, also nach hinten besser gesagt, dass die Geschütze nicht mehr schießen können. Effektiv. Ah, das ist doof, das ist doof. So, es fischt mir rein. So. Kannst einfach durchhalten, nur durchhalten. Ich kümmere mich gerade drum. Ich kämpfe gerade. Der Turm sollte in Windes alle weg sein. Scheiße, der hat mich mit einem Schuss gekillt, der Plasma-Bomber. Ah, oh, verdammt. Ja, wir sind jetzt alle schon. Oh, 9 bis 13 alle oben. Oder? Yep. Na komm, flieg vorhin weg. Gut, die oberste Reihe und dann kannst du jetzt. Alter? Die andere Seite. Ein Schuss. Jetzt genau. Da, perfekt. So, jetzt kann ich direkt spawnen. Und jetzt fahre ich direkt durch. Oh Gott, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, haben wir gerade gesagt, left, der linke wird angegriffen. Turm. Yep, glaub schon. Ah, Hallöchen. Dann mache ich kurz einen Schlenker zu dem linken Turm. Ich soll mit den anderen mitgehen. Lieber nicht. Ich schieße lieber hier. Haha, Team Rail war's weg. So, ich habe. Oh Gott! Oh Gott! Was sind die alle in Base? Ja, linker Turm wird angegriffen. Sollen sie sollen in Ruhe. Ich greife die Hauptbasis vom Gegner an. So, down. Linker Turm ist vorerst sicher. Unser Reaktor ist auch unser under attack. Oh Gott, nein. Das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. Ich kann keinen Schaden mehr anrichten, ich bin eigentlich tot. Ja. Ja, Sunny war hinter mir, aber. Egal. Zeig, was in dir steckt. Ich schau dir zu. Ja, Moment, ich will eigentlich dir zuschauen. Jetzt da. Also, wenn er es jetzt nicht schafft, dann weiß ich auch nicht. Ja, könnte klappen. Weil nicht mein Schutzfeld blockiert hier. Das ist immer das Beste. Der Medic soll gut an dir dranbleiben, aber nicht auf dir drauf sein. Nein! Nein! Damn. Ja, oh ja, ja, ja! Ja! Sauber gemacht! Sauber! Wirklich ganz knapp. Das war eine gute Runde. Das war eine richtig gute Runde sogar. Das gefällt, das gefällt. So. Ich habe gestern eine schnelle Runde gespielt gehabt und Heidewitzka. Da haben die eigenen Kollegen nichts anderes gemacht, als die Basis gecampt. Die eigene. Sollen wir zur Abwechslung einmal Challenge-Modus ausprobieren? Oh ja. Gut. Liebend gerne. Geht gerade nicht. Warum geht das nicht? Ich muss eine Stunde 50 Minuten warten. Lol, aber da steht Entering. Ich habe Challenge-Modus angeklickt. Was? Challenge-Modus, meinte ich. Heißt das jetzt, kannst du halt trotzdem spielen oder da steht jetzt Entering, aber. Ja, wahrscheinlich habe ich ja mal gezockt sogar, Odi, weil gerade nichts ging. Wo okay, ich noch ein bisschen Geld gefarmt habe. Dann mache ich Battle. Battle-Modus. Oh, Schwappen, Battle-Mode. Verdammt dran. Aber trotzdem komisch, dass das grün wird oben rechts, obwohl wir zwei verschiedene Modi angeklickt haben. Ja, das wundert mich auch. Außer wenn es probieren sollen, dass man einfach sagt, du gehst trotzdem noch in den Battle Mode rein und mal gucken, ob wir dann zusammen in den anderen reingeschmissen werden, auch wenn es nicht gerade ganz legal ist. Könnte man eigentlich machen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch, wenn ja wenige Spieler spielen. Mhm.
Oh, ging ja schnell. Mir ist eher aufgefallen, dieser Battle-Mode, da komme ich wesentlich schneller rein als in den anderen beiden. Ja, aber wahrscheinlich, dass fast nur gespielt wird. Na, wenn man gut auf die Warte, auf die Wartezeit immer schaut, dann schaut, sieht man ja, wie viele Grad bereit sind. Und da war oftmals schon im dreistelligen Bereich die anderen beiden Modis bereit und es hat trotzdem doppelt und dreifach so lange gebraucht. Ja, ich schätze mal, es liegt auch deswegen, wahrscheinlich die Zahl, was angezeigt wird, ist international. Oder? Kann das sein? Das kann gut sein. Und du, und da tun die halt natürlich so eine Ping-Grenze rein, tun, dass da nicht Leute mit 200er Ping zusammen spielen. Das ergibt sogar richtig gut Sinn. Ich habe immer gedacht, die tun das manipulieren. Ja, wer weiß es nicht. Um aber den neuen Modus besser zu machen. So, ah, spielt eh jeder, also brauchen wir die alten nicht mehr. Oh Gott, am Anfang dauert es so ewig lang, bis man mal so einen Turm runter hat. Na? So, den kaputt machen. Komm, geh kaputt. So, jetzt habe ich direkt OC3. Und kann viel effektiver kaputt machen. Perfekt. Muss ich gerade mal gucken. Ach, halt sogar OC5. Oh Gott. Das sind sie alle. Das sind definitiv alle. Ich muss weg. Ich muss sowas von weg. Zack. Ich glaube, ich kann mal kurz reparieren. Kaputt? Ja, ich bin tot. Ja, verdammt. Wer hat dich erwischt? Keine Ahnung, der ist aber jetzt tot. Weil da sind drei Leute, vier Leute in einen Platz. Das ist ein bisschen viel. Guten Tag! Rubel! Aha, oh Gott. Nein, das war nicht gut. Jetzt habe ich mein Ärmchen verloren. Das möchte ich doch ganz schnell wieder haben. Aber irgendwie ist unser Team gerade richtig gut. Ja, habe ich ja gerade auch gedacht. Da kann man absolut nichts gegen sagen. So, soweit fertig, wieder im Kampf. Aber was ihnen immer noch fehlt, sie vergessen immer noch zu spotten, richtig. Ja. Oh, 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 oh. Boah, dieser Plasma-Ding. Ja, oh, weiß nicht, irgendwie ist bei mir von der Konstruktion irgendeine Schwachstelle, weil der Plasma-Ding trifft in der Mitte und bin sofort down. Wie viele Blöcke hast du minimal bis zu deinem Kern? Ich glaube 2. Ei, das kann... Ja, das ist ein bisschen unoptimal. Aber ich kann den noch ausbauen. Weil noch habe ich T8 bis zur Grenze, sage ich mal, des Levels nicht ausgereizt. Ah, okay. Weil ich nicht genug Geld für die ganzen Steine gehabt habe. Ja, die sind aber auch abartig teuer. Aber jetzt habe ich ja, glaube ich, fast 300.000, also sollte es gehen. Das sollte mal ausreichen von Anfang. So. So, Komm schon. Au, au, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Au, au, au. Also auf der rechten Seite sitzt sie gerade richtig, richtig nervig. So, ich fahre jetzt einfach rein und mach den Turm schon mal. Mach das. Au, 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 au. Ich muss ganz dringend weg. So, Emma. Auf mich. Wenn nach Möglichkeit hinten erstmal kaputt machen. Das wäre vorteilhafter. Dann können wir nachher von vorne einfach nur drauf gehen. Au, genau, vorne. Und man hat einen Vorteil, dass die Gegner erstmal so rumlaufen fahren müssen, bis sie sich kriegen. Oh komm, jetzt will er mich aber verarschen. Kurz vorm Fertigwerden hat es mich aus dem Schutzschildband rausgehauen. Weil ich durch einen Berg geslidet bin. Schade. Jetzt. Komm.
So, linken Turm. Denkst du, du schaffst den linken Turm einzunehmen? Ja, sobald sich mein Helikopter mal wieder beruhigt hat. So, okay. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Ich glaube, ich muss irgendwie hinten noch ein extra Gewicht dran machen oder sowas. Ja. Aber ich habe generell fast aufgehört, ein Flugzeug zu bauen, weil ich die zu ineffizient finde. Die sind zu empfindlich. Wenn man einmal was kaputt schießt, dann kann man damit nicht mehr vernünftig fliegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die können nicht unbedingt gut austeilen. Schaffst du das? Das schaffe ich, das schaffe ich. Ich habe jetzt gerade Angst, zum Bomber fliegt gerade zu uns rüber auf die Basis. Aber er hat mich wahrscheinlich gerade voll kann übersehen. Oh Scheiße, es ist mein Kette kaputt und ich kann nicht vernünftig fahren. Ist der Medic bei dir irgendwie? Ich glaube nicht. Das ist nicht gut. Ah, ich sehe dich. Die sind alle gerade bei mir unterwegs. Ja. Na? Das schaffen wir nicht rechtzeitig. Autsch, sag mal. Ah, jetzt hat er mir den oberen Rotor weggeschossen. Der Medic ist natürlich hier wie den Jungs anzutreffen. So, jetzt geht aber der Top Fusion Tower weg. Ja. Okay. Muss mal kurz schauen. Haben wir unseren Medic noch? Aha. Die Frage ist, soll ich mich zerstören oder soll ich zum Gegner einfach reinfliegen? Ich weiß nicht. Ich weiß, ich bin zu fett, um da durchzufahren. So halbwegs. Wolltest gerade zwischen die Lücken durchkommen? Ja, ich habe mich irgendwie so durchgequetscht. da sind direkt drei. So, komm, 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 komm. Ich muss ins Schutzschild rein. Bingo! Ich kann Schaden Nein, anziehen. Schon wieder Kette kaputt. Ich muss meine Ketten besser schützen. Ja, das ist Manko bei dem Panzer. Der hält zwar so viel aus, aber wenn die Ketten mal weg sind, dann. Ja. Ah, komm schon. So, respawn. Dann kannst du gleich mal. Oh, Hilfe. Dafür sorgen, dass unser. Ah, komm. Oh. Unsere Base sicher ist, aber ich glaube, die ganzen Gegner sind eh wieder bei uns. Ah, toll. Die hätte ich markieren können. Lass uns fahr mal. Ja, genau, du bist schon eh da. Ich bin da, ich schieße ein bisschen raus. Oh, ein Kollege. Zwei Kollegen schießen auf den Gegnerturm. Der Gegnerturm ist schon halb kaputt, da ist schon mal gut. Richtig gut. Oh nein, du kommst hier nicht mehr rein. Oh verdammt, der kommt doch hier rein. Warte, ich mach den Platz. Hast du den Kill bekommen? Ja, ne? Ich weiß nicht, einer von uns beiden auf jeden Fall. Hast du. So. Autsch, sag mal. Okay, jetzt aber. Hebt der noch? Nee. Es wird der linke an. Okay, aber ist ein Kollege da. Und mal drum kümmern. Attacke. Die sollten mal irgendwann hinzufügen, dass man auch Achtergruppen machen kann. Da könnten wir irgendwie zu acht ein paar Abonnenten vielleicht zusammen spielen. Ja, das am besten aber auch noch ohne Premium. Ja. Da finde ich eigentlich fast unverschämt. Premium nur für ein Slot Platz mehr. Das ist richtig unverschämt, das muss ich sagen. Ich will. Au, verdammt. So, jetzt können wir angreifen. Jo. Das war's. Jetzt sollten wir quasi instant gewinnen. Ich hoffe mal. Oh Gott, ich habe meinen linken Arm, meinen rechten Arm verloren. Schau mal, was ich noch alles anrichten kann. Au, 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 je, je. Die Ray wollte mich gerade abschießen. Na, wir haben quasi gewonnen. Ich hoffe mal. Also, ein Streffer und ich bin tot.
Au. Ah, komm. Nein, 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 nein. Ja, drei. Ich will's doch erleben, ich will's doch erleben. Hä? Was? Wo ist der? Ah, oh, ja. Gott sei Dank. Boah. Oh. Geil. Verknipp. Was sagst du? Zweimal hintereinander gewonnen. Das ist nicht schlecht. Soll man ein Dreier draus machen? Könnten wir machen. Aber warte, ich baue mal gerade eine Kleinigkeit um, weil das nervt mich wirklich ein bisschen. Mach das. Dann gucken wir doch mal. Erstmal muss ich kaufen. Kann ich hier noch irgendwas teurer machen? Irgendwas besser? Hm. Ach so, okay. Scheiße, ich muss dieses. Habe ich noch irgendwie ein Paradachem oder irgendwas, so ein fettes Ding? Ich weiß gar nicht. Ich bin mal beim Helikopter leicht befragt, was ich noch hinbauen soll. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ah. Warum piept das die ganze Zeit bei mir? Du baust doch auch, oder nicht? Yep, your platoon is waiting for you, steht die ganze Zeit dran. Ja, bei mir auch, darum bin ich auch verwundert. Ich würde mal sagen, ein kleiner Bug. Auf jeden Fall, gelinde gesagt, nervig. Ja. Schauen wir mal. T9er. Cube Depot. Wo sind sie drin? Specials? Nein. Hä? Achso, jetzt da. So, ich bin gleich fertig. Wollte nur die Front bisschen rot machen. Bisschen rot machen? Ah ja. Warte, damit die Ketten eventuell besser geschützt sind. Kann ich vielleicht das hier hinbauen oder dorthin? Okay, ich kann nicht. Doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Ja, das war zu viel des Guten. Achso, schon. Und zu viel Rot benutzt. Sollen wir weiter? Oder? Ja, yep, einen Moment, ich muss gerade wieder. Okay, dann kann ich auch noch was machen. Eine richtige Nase hinbauen. Ich wollte mir gerade was Tolles zusammenbauen, aber irgendwie hat das nicht ganz so hingehauen, wie ich es mir gewünscht habe. Ich wollte meine Front, sag's mal, schön umtauschen von T7 auf T9. Aber die haben doch einen leicht anderen Schnitt, der passt nicht ganz so. Ja. Müsste ich wieder einen größeren Umbau machen. Dann lassen wir es einfach so. Gut. Müsste jetzt eigentlich theoretisch auch mein Panzer groß umbauen. Ich finde zwischen der Panzerung von T7 zu T8 ist kaum ein Unterschied. Von den Level her. Nicht ganz, nein. Weil ich habe das Gefühl, ich könnte genauso viel weiter bauen mit dem roten Stein als mit dem gelben. Das Einzige, was eigentlich wirklich einen Unterschied macht, sind eigentlich nur die Art der Fortbewegung. Also wenn du jetzt eine Kette hinbaust oder wenn du einen Helikopter, so einen Rotor hinbaust oder so, der pusht dich auf Anhieb nach oben, aber die Klötze an sich, ja, nicht so wirklich. Die Panzerung, Entschuldigung. Rotoren tun teilweise zu viel verlangen, finde ich, weil wenn du so ein Flugzeug baust, dann ist halt so viel an dein Tierlevel dran, dass du das Flugzeug gar nicht stabil bauen kannst. Finde ich. Ja, da hast du recht. Also hast du Triebwerke, bisschen Waffen, bisschen Rotoren oder sowas und schon ist das Maximum erreicht und du hast nur so ein paar, drei Blöcke da so gefühlt. Das ist ein Hauch von gar nichts eigentlich. Ein grobes Skelett und dann hast du ein paar Sachen hingetackert. Ja.
ein, zwei Treffer, dann bist du so kaputt, dass du nicht mehr fliegen kannst. Deswegen muss ich auch die ganze Zeit irgendwie, sobald ich ein paar Treffer abhabe, immer nach Hause fliegen, weil sonst vergiss es. Jetzt bin ich Freifutter für die Gegner. Was gerade für mich ein Nachteil ist, mein rechter Bein ist eingeschlafen. Dein was? Rechtes Bein. Dein rechtes Bein? Warum ist eigentlich das Bein eingeschlafen? Keine Ahnung. Ich meine, boxst du ihm schneidest jetzt dran, oder? Ja. Ernsthaft? Ja. Manchmal. Okay. Dann verstehe ich, warum es einschläft. Oh Gott, das sind alle. Oh, darf cool. Ich doch so hinsetzen, wie ich will. Oder bist du ein. Oder bist du ein Hinsetzrassist? Ja, bin ich. Es gibt nur eine wahre Art, sich hinzuhocken. Hinsetzrassist. Nee. Also heutzutage gibt's, glaube ich, für alles irgendeine Art von Rassismus. Da verstößt aber jetzt gegen die YouTube-Community-Richtlinien. Weil keine rassistischen Inhalte. Achso, fuck. Okay, dann. Dann habe ich jetzt ein ernstzunehmendes Problem. Ja, jetzt. Und du auch so wie. Na, du hattest ein Problem. Na, ich bin nur Opfer. Achso. Dann lass mich dich rächen. Einen habe ich schon. Und der andere ist auch kaputt. Ja, die Gegner. Aber ich glaube, irgendwie vom Gefühl her jetzt, die Gegner sind jetzt nicht so tolle. Nicht wirklich. Also ich habe gerade 3 Stück nacheinander abgeschossen und habe genau 2% Schaden davon getragen. Der einzig Böse ist dieser Interceptor in der Luft. Den kann ich gar nicht ab. Uah. Lol, da kommt so ein riesen Ding angeflogen. Ich baller ein bisschen drauf und da kommt dann quasi nur 2 Blöcke zu. Oh. Das ist frustrierend. Da ist ja nur 2 Blöcke abgestürzt. Von meiner Nase. Aber noch besser als ich, du triffst zumindest. Bei mir eine volle Ladung ins Gesicht, der dreht sich einmal nach rechts um und alles verfehlt. So. Ich glaube, da wollte ich sind zu viele in der Mitte. Zu viele ist gut. Eigentlich müssten nur ein paar Mal auf die Seite kommen, bis ich bin kaputt. Töte mich doch so. Oh Gott, der hat mich. Den kann ich so schnell nicht hinkommen. Oh, okay, scheiß drauf. Eigentlich haben wir alle Türme außer den rechten. Den rechten nimmst du quasi gerade ein. Es dauert ein bisschen, aber ich bin dran. Ich gebe mein Bestes gerade. Die anderen verteidigen. Hat mich jetzt ein bisschen rechts. Oh Gott, da ist ein Interceptor. Oh Gott. Ah, warte. Der hat meinen Rotor erwischt. Den kriege ich kaputt. Ah, ich bin tot, vergiss es. Trotzdem kriege ich ihn kaputt jetzt. Wobei, ich bin nicht tot. Ich fliehe, tschüss. Nein, oder? Ich fahre mit dem Schlitten. Ah, komm schon. Die kriegen mich niemals im Leben. Verteidige mich. Haben wir zufällig einen Medic irgendwie? Ich kann gerade nicht gucken. Schade, ich habe den nicht gekriegt. Nicht ganz. Ah, verdammt. Haben wir nicht. Gar keinen Sunny. Die aber auch nicht. Okay, das heißt, ich slide jetzt mal zurück, weil ich möchte irgendwie nicht sterben. Ja. Du kannst ja auch einfach Dinge zu machen. Respawn. Er kühlt es dann als, dass ich einmal gestorben bin oder nicht? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Aber ich würde lieber Respawn drücken, als den Gegner einen Kill zu gönnen. Ja, den gebe ich ihm ja gerade. Ich rotiere gerade in unser Schild rein. Ich mach ja, versuch hier mal. Den Schwanentanz. Und drin bin ich. Gut, dann bist du heiler. Gleich. Wunderbar. So. Ach so. Oh Gott, das war ein Fehler. Zu früh abgedreht. Lässt du mich wieder hier rein? Oh Gott. Ah. Okay.
So, jetzt habe ich auch meinen Hinterrotor wieder. So, jetzt kümmere ich mir um die linke Seite ein bisschen. Es kann nicht sein, dass die so lange brauchen. Oh Gott. Ah, doch nicht. So, au Gott, damit. Das war nicht so gut, das war ganz gar nicht gut. Und einmal kurz weg. Autsch. Da kommt was von links. Zwar ein SMG und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis jetzt schlagen wir uns eigentlich relativ gut. Sogar richtig gut. Oh, komm, komm, komm. Ich hab den höchsten OC-Level von allen. Du bist 11 schon, oh Gott. Da brauche ich aber einiges, um dich aufzuholen. Also dafür auf jeden Fall Respekt, das schaffe ich irgendwie nie. Bei den Top 3 bin ich dabei, das war's aber auch schon. Das ist natürlich wahrscheinlich auch stark abhängig von Roboter. Ich baue einfach so ein fettes Vieh mit ganz starken Geschützen und fertig. Ja, das kann vielleicht auch sein. Aber ich habe einen Vorteil. Ich habe ein T10-Geschütz. Das T10-Geschütz? Ja. Geil. Weil ganz früher, weil jetzt konnte ich kein T10-Geschütz freischalten oder kaufen, normalerweise. Aber ganz früher konnte man direkt alles freischalten. Was habe ich auch gemacht und dann habe ich das halt. Ah, stimmt, das habe ich auch bei, ich glaube bei den Hoverblades habe ich das. Ich habe immer noch T10er davon. Und da haben schon ein paar Zuschauer geschafft, ja, wie hast du das geschafft, dass du T10 geschützt hast, obwohl du gerade mal T8 bist oder T7 damals. Mhm. Ja, weil das damals ging. Können wir direkt anfangen zu spielen und dann funktioniert das. Ja. War, glaube ich, Anfang letztes Jahr. Ah, scheiße. Den rechten haben wir verloren. Na Gott, dann muss ich. Egal, ich fahre trotzdem rein. Da flieg du dahin, ich fahre einfach direkt durch. Mach das. Oh Gott, die kommen jetzt gerade alle. Ah komm, dich kriege ich noch. Wenn ich sonst nichts bekomme, dich bekomme ich. Au. Oder doch nicht. Komm, respawn. Verdammt. Schade, ich bin kaputt. Aber ich hab da ordentlich Schaden gemacht. Ich merk's. Also saubere Leistung. Aber weißt du was? Ich bin auch tot. Also der war jetzt gerade komplett pink. Ich blick gerade. Ist pink nicht T7? Oder T6 sogar? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Spielst du jetzt Robocraft oder nicht? Ich spiele Robocraft. Wo steht das? Insgesamt 71 Stunden gerade. Was? Achso, das ist ja noch gar nichts. Oh, cool. Ich habe ihn voll getroffen. Oh, da ist ein Berg. Da ist definitiv ein Berg. So, der oberste Turm wird angegriffen. Au. No. Oh. Irgendwie ist gerade nicht so gut zwischen den Gegnern zu sein. Die tun ordentlich weh. Stell ich immer wieder aufs Neue fest. Das ist normal. Puh. Denkst du, wenn ich mit der weißen Fahne wedel, dann lass du mich in Ruhe? Leider nicht. Na verdammt. Die Genfer Konvention kenne ich nicht. Na verdammt. Immer diese Hinterwäldler. Ich glaube, dass das zur Gamer-Konvention dazu gehört. Du kannst alles darauf schieben. Hoffe ich zumindest mal. Auf jeden Fall gehört dazu, dass so die Nationen halt immer schön Flaggen tragen müssen, also die wissen, welche Nation das ist. Und nicht als Täuschung eine Gegner zu schützen. Also einfach, sag ich mal, dass die Amerikaner sagen, so, wir sind Iraker oder sowas. Ich glaube, das würden sie schon. Das würde man merken, aber. Aber als das Beispiel. Das steht echt drin, cool. Man darf sich nicht als andere Nation ausgeben. Hm. Aber woher sieht man dann, dass man wirklich nicht aus der Nation ist? Vielleicht hat man ja absichtlich falsche Papiere. Ja, das ist es nicht. Wir haben hier einen Faulen in der Basis, der macht gerade gar nichts. Ja, das ist blöd. Der könnte auch rein theoretisch weggehen. Hätte ich auch nichts dagegen. Habe ich jetzt nicht getroffen?
Autsch, sag mal, wo kommen die Schüsse eigentlich überall her? Das müssen wir nur in den Top Fusing Tower bekommen. Ja, yep, das werde ich aber nicht sein. Ich bin gleich tot. Ich bin nur ein Jetski eigentlich. Und im Comdy mit seinen 6 MGs auf einmal. Yippie. Nein! Das wäre jetzt so schön gewesen, hätte es funktioniert. Ich glaube nämlich die ganze Zeit, der wollte mich rammen. Komm, den kriege ich noch hier. So. Ah, genau, der hat mich niedergemacht. War ich mein Tod, Kimba? Ah, ich bin schon Overclock Level 13. Jo, hallöchen. So, ich gehe jetzt direkt zur Gegnerbase durch. Ja, mach das. Ich schieße den Weg frei. Autsch. Ich hab's zumindest versucht. Eigentlich, wenn man schlau ist, was ich natürlich nicht bin, muss man so machen, wenn man jetzt Gegner fast kaputt geschossen hat, dass man, wenn man schon Overclock Level 13 ist, dass man einfach sagt, okay, lass ich mal jetzt den Kollegen über, dass der Kollege dann auch schneller in den Overclock Level kommt. So quasi gratis Kill und so weiter. Achso. Aber das würde wieder eins bedeuten, man müsste Teamarbeit leisten. Ja. Und das geht schlecht, wenn man irgendwie mit mindestens 6 anderen drin ist, von dem man nichts hört. Darum sollte man so ein 8er-Team erlauben, dass man zu 8 zusammenspielen kann. Finde ich eigentlich so auch besser. Weil sonst kannst du mich noch so viel planen. Aber eigentlich wäre es dann unfair, weil wenn so ein 8er-Team zusammenkommt, dann habe ich schon quasi automatisch gewonnen, wenn die einen Random-Team bekommen. Es kommt drauf an, würde ich mal sagen. Weil ich meine, vorhin haben wir einen Gegner gehabt. Oder war es schon, bevor wir aufgenommen haben? Auf jeden Fall war vorhin ein Gegner, der hatte komplett nur weiße Steine benutzt. Was? Ein Tier 8 und das ist, ne, dumm. Weil ich habe den wirklich, sogar ohne Overclock, ein, zwei Treffer war er kaputt. Na, ja, ganz toll. Aber Hauptsache er hat die größten Knarren dran gehabt, oder? Ja. Da muss er wohl, sonst wäre er nicht irgendwie T8. Manche lernen es nicht. Waffen sind zwar schön und gut, aber ohne Rüstung kann ich nicht knicken. Dein ganzer Panzer mit den weißen Steinen hat bestimmt von Steinen her so viel Antia gezogen wie jetzt ein roter Block. Das kann gut sein. Und bestimmt auch genau hätte. Ich kann nicht reden. Und bestimmt hat er auch genauso viel ausgehalten. Dass der ganze Panzer wie ein, nur einen Block, roten Block. Ein einziger Schuss. Oh Gott! Der hat mich erwartet. Der hat mich definitiv erwartet. So, jetzt haben wir alle. Ich fahre jetzt direkt durch. Natürlich schießt der Railgun-Panzer mit sofort die Ketten weg. Ja, wie soll es auch anders sein? Da ich bloß nicht zu Gegner bei ich komme. Eigentlich sehr schlau von denen. Er ist richtig gut sogar. Ah, Gott. Ape, ich mach nicht einfach respawn. Werf es einfach hier und schieße alle ab, die rausfahren. Ich schau grad durch was. Nee, das bist, dachte, das bist du sogar. Ich komme einfach gleich mal vorbei. So, wieder neu da. Ups, der rechte. Ja, den hätte ich noch markieren müssen. Gut, ich bin tot. Und den ramme ich jetzt aus, scheiße. Verdammt, nein. Ich fing genau verkehrt rum. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Der rechte Turm. Ah, da kommst du her. Kommst du zu mir? Ich will dich rammen. Da ist aber fast einen anderen Gegner getroffen. Und. Komm schon. Ach nein, oder? Jetzt hätte ich mich sogar zu ihm umgedreht.
Okay, also den rechten Turm werden sie sich gleich wiederholen. Also, zwei Kollegen sind da in der Gegnerbase. Vielleicht könnte es gleich enden. Schauen wir mal. Nein. Denn das ist nur noch ein Sitz mit Antrieb unten dran. Okay, dann mache ich das halt. Es sieht aber geil aus. Also auf der rechten Seite ist noch einer mit einer SMG unterwegs. Der wird gleich den Turm weggeballert haben. Ich gehe trotzdem jetzt in der Base rein und mache einfach Schluss. Mach das, mach das. Ich gucke, ob ich hinterherkomme noch rechtzeitig. Ah, komm, 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 komm. Ich will auch noch mitmachen. Wenn Party, dann auch mit mir. Nein, ich krieg den letzten nicht. Das macht nichts. Feuer frei! Verdammt, voll verfehlt. Ich bin tot. Du bist tot, das ist nicht gut. Autsch! Ich glaube, ich hätte wirklich nur einen Treffer machen müssen, dann wäre es zu Ende gewesen. Eine einzige Kugel ist noch dran. Nee, zwei sind noch sogar noch dran. Oh, komm schon. Nein, was machst du? Wo ist denn überhaupt die letzte Kugel? Der ist zwischen der Säule. Komm, ich guck den letzten Mann zu. Der fährt. Ja. Ja, genau das gleiche wie gerade eben. Wie, der fliegt. Ich find's sowas toll. Da kannst du den Gegner richtig nerven. Oh, jetzt müsst ihr aber sehen, wo die Kugeln sind. Ja, nur zwei, drei Kugeln. Gucken. Drei publige Dinger. Oh. Aber die verteidigen sich jetzt gut. So. Eigentlich müsstest du jetzt einfach geradeaus durchfliegen und bam. Und wenn ihr mir den Weg bereiten könntet, auf jeden Fall. Flieg so ein bisschen am Map-Rand und dann passt das schon. Hups. Ich glaub, das mache ich jetzt auch. Ich schaue, ob ich links rumkomme irgendwie. So. Man wird mich nicht kommen sehen. Genau. Da kommst du her. Kommst du her, okay, gut, gut, gut. Gut, haha, mich wollte jemand abschießen, nichts gibt's. Ja, mach ich seh's bereits, ich seh's bereits. Und, ach komm schon. Hast du das gemacht oder ein Kollege? Nein, der andere war schneller im Schutzschild als ich. Na, egal, wir haben gewonnen. Ich find's gut. Drei Siege in drei Spielen, das finde ich die ganze Leistung. Das habe ich schon seit zwei Tagen nicht mehr gehabt, oder seit drei. Und weißt du warum? Weil wir vernünftiges Teamplay gemacht haben, so halbwegs. Da kann ich denen nur zustimmen. Ja, wir haben uns jetzt nicht so... Ja, okay, abgesprochen haben ab und zu, aber... Na, wir haben uns Tipps gegeben und wir haben gespottet. Das Wichtigste war, wir haben jeden Deppen gespottet, den wir gefunden haben. Ja, und das hat schon einen Unterschied gebracht. Also Leute, hört zu, immer spotten. Goldene Regel in RoboCraft. Gut, jetzt nehmen wir schon 53 Minuten auf. Echt? Bei mir sind es schon 54 Minuten. Was hast du in der einen Minute verpasst, Heidewitzka? Ja. Alles verpasst. Nein. Gut. Würde ich sagen, schön war's, gut war's, genug war's. Ja. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst bei der Folge. Immer wieder gern. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Jo. Dann bis dahin. Mach's gut und dir natürlich auch. Tschüssi. Ciao.